Blubberteam. Aspir. Layers of Fear auf der Unity Engine basierend. Und hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Facecam-Projekt und natürlich neuem OLP zu Layers of Fear. Ja, nicht wundern, dass hier weiter und steht schon, also dass es sehr anklingen könnte, dass wir weitermachen. Ich habe das Spiel, wenn es hochkommt, 2 Sekunden gespielt, um nur zu gucken, ob es hinbekommt, weil ich wollte eigentlich es mit der Facecam-Plugin spielen, aber leider kriege ich kein Bild im XSplit-Programm hin. Keine Ahnung, deswegen machen wir Stück nochmal Here for Black Facecam plus natürlich Action und Gameplay in dem Moment. So, auf jeden Fall atemberaubende Musik, die mich schon faszinieren tut. Dieses Spiel ist am 15. Februar 2016 erschienen. Es gab ein Early Access und eine Beta-Version davon, wo viele YouTuber eigentlich schon Let's Play haben. Ich habe von dem Spiel noch gar nichts gehört, außer dass es phänomenal und genial sein soll. Genauso wie, dass es verschiedene Enden sein soll, wie man es durchspielt. Und das werde ich auch sagen. Wir werden sofort anfangen und erstmal hier natürlich den Genuss kommt zu diesem genialen Spiel. Natürlich will ich den Fortschritt verlieren, weil es waren ja nur 2 Sekunden. Von daher kann man sich das noch erträglich und gut verzeihen. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Und damit hallöchen auch bei der Webcam zu Layers of Fear. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und ich begrüße euch zur ersten Episode von unserem neuen FSK 18 Projekt. Also ich glaube, ja, das muss FSK 18 sein. Wenn nicht, kommt unten links kein FSK 18 oder rechts. So, dann schauen wir mal, wie uns der Weg, also Tram, ich finde, es sieht schon geil aus, hä? Für die Game sieht es wieder geil aus. Und diese Atmosphäre hier im Hintergrund. Der Donner! Und so weiter. Macht mir schon mal ein gutes Gefühl. Ich könnte sogar, wenn ich glaube, ja, ich könnte sogar, wenn ich Bock hätte, mit dem Xbox One Controller spielen. Aber nein, natürlich spiele ich das mit der Ding. Okay. Oh, atmosphärisch schon mal beginnt. Das ist sehr gut. Wie gesagt, das ist ein Horrorspiel, wo ich so richtig Lust und Bock drauf habe, Leute. Also wirklich ein Spiel, wo mich faszinieren tut auf eine Art und Weise. Und ich schon Trailers gesehen habe und gesagt habe, das muss ich auf jeden Fall spielen. So, was haben wir hier? Oh, ein Foto, ein uraltes Foto. Interessant. Ja, ein Horror-LP, wo ich mich wirklich freuen tue, mal wieder. Natürlich freue ich mich auch auf Outlast 2, obwohl ich glaube, wenn dieses Let's Play hier auf meinem Kanal erscheint, ist schon Outlast 2 gelaufen. Yeah. Dear, we would like to ask you to case bothering out peace. Control specialist as well. Refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. Okay, I will have you know that my mother is a respectable woman and does not take kindly to such accusations. All of our employers that visit your house reported absolutely no signs of a rotten infestation of any kind and as such decided not to act further than a prophylactic spraying. Please treat this letter as a final warning or else the next event lab you will reserve will be from our liars. With best regards, Carl Denton. Mm-hmm. Interessant. Interessant. Was ist das? Aha, ein Hundehalsband, so wie es aussieht. Interessant. Interessant, interessant. Es regnet draußen wie bekloppt. Oh, von der Steuerung her ist alles selbstverständlich und erklärend.
Okay, was haben wir hier? Ja, ich muss mich ein bisschen noch dran gewöhnen, weil die Maus macht nicht Mucken, aber es ist schon so ein komisches Gefühl gerade. Die Maus ist irgendwie zu schnell sogar fürs Spiel. Ich muss mal ein Stück, ja, jetzt ist sie angenehmer. Ich muss sie natürlich ein Stückchen mal runterdrehen, okay. So, was haben wir hier? Eigentlich nichts. Und was ist... Okay, die ist verschlossen. Okay. Und hier ist eine nächste Nachricht. Sir, I didn't touch the workship just like you asked all through. I can imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave these keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Okay, die Schlüssel sind also in unserem Office. Dann gucken wir mal, wo unser Office ist. Oh, da war eine Weinflasche mal auf dem Boden. Der gute Wein. Der gute Wein. Der sehr gute Wein. Meine Güte, eine Karotte, Trauben. Und was ist das? Ist das ein Gehirn? Nee, das ist ein Blumenkohl. Sieht aber so aus, ja. So, da haben wir natürlich die nächste. Figured you'd be up all night. Okay. I made you a little treat. You know, I bet even... Was? Das kann ich nicht. Rembrandt essentially took time off from being brilliant and smoothed his head off like the best rest of us common folk. I know gospel. In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. Okay. Paint Rose, bla 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 und bla bla bla. Alles klar. Ich glaube, wir versuchen hier in Erinnerung ein bisschen rumzuschwäkeln. Vermute ich mal. Das ist auch ein Sack Äpfel. Aber die Musik ist hier echt grandios, ja? Passt so richtig. Warum gehst du nicht auf? Gut. So, was ist das hier alles? Mhm. Zucker, Paprika, Oregano, yeah, Oregano, das beste griechische Gewürz überhaupt. Also die meisten Griechen benutzen Oregano. Also was wird... Warum gehst du jetzt auf einmal zu? Muss ich echt das nicht verstehen, ne? Okay, machen wir mal das Lichtlein an. Wir sehen uns nicht so wirklich. Und warum ist hier... Okay... Alles klar. Warum war auf einmal hier einfach das Wasser an? Merkwürdig. Okay, Handtücher. Mehr Handtücher. Was haben wir hier? Okay, ist das eine Prognose? How the hell did they... Okay, das kann ich echt nicht lesen. Calligraphie-Schrift ist echt ab und zu nicht so meins. Oder ist eigentlich überhaupt nicht meins. Gut. Jetzt muss ich jetzt hochbestimmt und den Schlüssel mehr suchen, Leute. Interessant. Noten, die verbrannt sind, ja? Ach, die kann ich auch drehen, die Gegenstände. Spielen wir mal ein bisschen. Okay. Alles klar. Eine Flasche Wein wieder hier am Start. Wow. Kam das von hier? Ja. Irgendwie schon. Komisch. Und schon dieses Gemälde. Alter, wie krass. Okay. Alter, sieht es krank aus, das Gemälde. So, und da haben wir den Schlüssel natürlich. So, I'm sorry. I will make it up to you tonight. It's all about you and me. Let's take it special, you promise. Also, wir haben es versprochen, dass es für uns ist. Okay, Schneewittchen. Interessant. Schneewittchen, aha. Interessant. Interessant. Wirklich sehr interessant vor der Gestaltung her. Da ist noch eine Notiz. Aha. Interessant. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den Schlüssel. Was ist da? B
been working all night. Don't wake me up, okay? Ah, so, mit Space to Medista. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Das hätte ich wissen müssen bis jetzt, ja? Okay, aber wie ist es? Da ist doch niemand. Verwirrend. So, Galactics größere Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand in neuem Kaufhaus. Dutzende Kämpfe noch im ihr Überleben. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Höhle. Höhle auf Erden. Hölle auf Erden natürlich. Als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ, während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chancen darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der bisher Besitzer der Galactic, Roland Sheffield, hat bisher jegliche Kommentare zu den tragischen Ereignissen abgelehnt. Interessant. Interessant ist das schon, ja? Oh, was haben wir da? Haben wir einen Spiegel? Was haben wir hier? Da haben wir auch einen Spiegel. Ich hätte jetzt gedacht, ich finde hier jemanden, aber anscheinend nicht so, hä? Da ist ein Gehstock. So, entschuldige, konnte nicht schlafen, das Bein hat wieder Ärger gemacht, dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten, ich liebe dich. Was ist das hier für eine verwirrte Aktion, ey? Wow, Alter, wie viel Bierflaschen, oder Weinflasche meine ich. Okay, sehr verwirrt. Und hier ist auf einmal Blut, seht ihr das? Ist hier alles blutig. Sehr interessant. Okay, das ist hier abgeschlossen. Dann gehen wir erstmal zurück zu unserem kleinen Office und gucken uns mal die ganze Situation jetzt mal von nah an. Wenn ich jetzt herausgefunden habe, wie man lesen tut, hohoho, es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Also, ihr wisst ja Bescheid, so Männer, hä? So. Weißt du ja, hä? Du hast es versprochen. So, also ich denke mal, dass es so ist. So, mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erkläre, hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch den guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Er friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel Liam Brickstone, Verlaghaus, geflüstere Geschichten. Okay, was? So, was geht hier ab? Das Kinderzimmer. Wo ist das Kind? Aha. Knecht Ruprecht am Start auch. Nee, Spaß. Das ist der Nussknacker, sollte eigentlich, glaube ich, dargestellt werden. Damit. So, oh, Daddy. Daddy on the road. Komm, runter. Okay, das sind alles Dinge. Das sind kleine Prinzessinnen. So eine kleine Prinzessin, wie wir erwarten im Oktober. Gut. Da ist noch was. Ein Spiegel, ein Rassel. So, okay. Gut, was für die hier noch? Nichts. Keine Klamotten, gar nichts. Okay. Alles klar. So, niemand in diesem Haus. In diesem komisch verrückten Haus, wenn wir mal ehrlich sind. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Wow, yeah, yeah. Das sind schon die Bilder, wenn man die sieht. Das ist schon grandios und sehr, sehr merkwürdig gestaltet. So, ich muss jetzt auch noch die Schubladen hier kontrollieren. Natürlich. Okay, da sind Spiele drin. Da sind Klötze und so weiter.
Okay. Das interessiert uns alles nicht. Oh, cooler Effekt. Das muss auch die Tür zumachen. Natürlich werden wir das auch jetzt lesen. In Deutsch natürlich. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie hoffentlich. Höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweis auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglichen prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, diese Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stemmen. Okay. Sehr, sehr merkwürdig und kurios, was man hier draus macht, ja? So, da haben wir ja auch diesen Zettel hier gehabt. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst. Also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillanzsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichem Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, japs, in anderen Worten, ich endlich mal schlafen, du Trottel. Geh endlich mal schlafen, du Trottel. Dummy, ja, eigentlich ist Dummy Vollidiot, ja, aber das kann man jetzt so und so sehen. Gut, dann haben wir wohl den Schlüssel gefunden. Oh, was geschieht jetzt hier? Okay, schauen wir uns den Raum mal genauer an, ne? Okay, ein bisschen Farbe. Ein Lichtlein. Was findet mir hier in diesen Schubladen? Findet mir irgendwas? Nein. Oh. Pergamentrollen. Gar nichts zum Lesen, okay. Ein paar Abzeichen. Aber da haben wir was zu lesen. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Das war eine Drohung irgendwo auf eine Art und Weise. Okay, ich denke mal, das wäre abgeschlossen. Abgeschlossen, was ist in dieser Truhe? Sehr viele Pinsel. Was haben wir hier? Verloren ist. Du verdienst es. Beende es. Okay. Ich denke mal, es gibt nur noch eine Aufgabe und das ist das hier. Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Was ist verhüllt? Muss ich das verstehen? Get it right this time. Mach es diesmal richtig. Ja, das scheint so, oder? Wo ist es? Mach's diesmal richtig, ja. Oh je, meine Nase juckt. Okay. Sehr konfus. Damit würde ich sagen, beende ich den ersten Part von Liars of Fear. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.